Hallo liebe Zuschauer, willkommen in der Taktik-Ecke. Wir wollen uns heute mal um das Spiel VfB Stuttgart gegen Bayern kümmern und wollen uns mal einfach mal die strategischen Ausrichtungen der beiden Mannschaften anschauen. Wir starten dann in der ersten Halbzeit mit dem VfB Stuttgart und man konnte ganz klar sehen, dass die Vorgabe des Trainers war, eben wenn der FC Bayern Abstöße hat, dass sie sofort komplett nach vorne rutschen, um das eben zuzustellen, sodass der FC Bayern gezwungen ist, einen Abschlag zu machen. Oder wenn sie rausspielen, dass sie sofort in ein Angriffspressing übergehen, einfach um zu schauen, dass der FC Bayern lange Bälle spielen muss, in das Zentrum hinein, wo der VfB Stuttgart auch nominell von der Kopfballstärke einfach überlegen ist, weil Bayern einfach sehr viele kleine Spiele auch im Zentrum auch hatte, auch vorne die bewegliche Spitze Mario Götze. Das heißt, da versucht in die Zweikämpfe direkt reinzukommen, um die Bayern dort zu packen, wo sie eher schlagbar sind, eben sie nicht ins Spiel kommen lassen, wo sie dann technisch eben ihre Fähigkeiten ausspielen können. Genauso ist es, wenn der FC Bayern zum Beispiel Einwurf in der einen Hälfte ist, da ganz klar die Anweisung gewesen, hier rüber zu schieben und hier den Einwurf sozusagen so zuzustellen, dass der FC Bayern eben nicht das Spiel eröffnen kann, sondern eben einen langen Ball werfen kann, damit wir wieder in die Zweikämpfe reinkommen. Was natürlich auf Dauer nicht immer verhinderbar ist oder nicht immer zu verhindern ist, ist, dass der FC Bayern eben Bälle gewinnt und dann eben in den Spielaufbau hineinkommt. Dann hat man gesehen, dass der VfB ein Mittelfeldpressing hier gespielt hat, hier ungefähr auf dieser Höhe. Das heißt, hier ungefähr die beiden Stürmer so ab Mittellinie-Grenze angefangen haben zu verteidigen, dass sie das Mittelfeld wirklich versucht haben, sehr kompakt zu gestalten, um jetzt hier all die Räume möglichst dicht zu machen, dass der FC Bayern nicht durchspielen kann. Ab und zu ist aus dem gewonnenen Zweikampf dann sogar ein Vorchecking entstanden, dass Stuttgart dann eben wirklich nach vorne rausgekommen ist, um die Bayern eben schnell unter Druck zu setzen und zu versuchen, dass der Spielaufbau eben unterbunden wird. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Situation an, wie VfB Stuttgart eben in ihrem Mittelfeldpressing gespielt haben. Was wir sehen konnten und was wirklich sehr markant war, ist, dass diese beiden Spitzen angewiesen waren, sowohl die beiden Innenverteidiger als auch die Sechs zu kontrollieren. Da wir hier im System, wenn wir uns das mal anschauen, Bayern hier mit drei Leuten im Zentrum agiert gegen zwei klassische Sechser und zwei Flügelspieler. Das heißt, dass der FC Bayern im Zentrum nominell um einen Spieler sozusagen überlegen ist. Und das wurde eben ganz klar kompensiert über diese beiden Stürmer, die wahnsinnig viel nach hinten gearbeitet haben. Und was man sehen konnte, ist, dass der FC Bayern eigentlich relativ selten eine offene Stellung auf die zweite Reihe bekommen hat, ohne Gegnerdruck. Das heißt, weder der Sechser noch die beiden Innenverteidiger oder auch die Zehner, die sich oft das versucht haben, hier aus dem Spielaufbau hier rauszuziehen, dass die permanent von den Stürmern von oben unter Druck gesetzt wurden. Wir wollen uns das mal ein bisschen im Detail anschauen. Das heißt, wenn der Innenverteidiger den Ball hat, rutscht er hier raus und der andere kippt aber hier sofort ab. Kommt der Ball auf die andere Seite rüber, rutscht er sofort raus, kippt der andere Stürmer sofort ab, sodass wir diese Unterzahl im Mittelfeld super kompensiert haben. Und was wir auch häufig festgestellt haben, ist, dass die 6 vom FC Bayern hier, der Philipp Lahm, hier nach außen rausgekommen ist. Und jetzt, um hier einen anderen Passwinkel zu erzeugen mit den beiden Innenverteidiger und um die Innenverteidiger in offene Stellungen zu bringen, dass man dann wirklich gesehen hat, dass hier erst das Zentrum eben hier zugemacht wurde, der Ball dann auf die Seite provoziert wurde und dann wurde wieder ein Tempo rübergeschoben, sodass wir wirklich keine offene Stellung auf unsere zweite Reihe hier zustande gebracht haben. Was man auch sehen konnte, was der FC Bayern häufig gemacht hat, ist, dass die Zehner gegen die Verschiebebewegung, zum Beispiel hier, die Abkicken versucht haben, der Zehner hier sozusagen den Ball hier draußen zu bekommen. Sobald der Ball gekommen ist, sind die beiden Stürmer im Tempo beide hier rüber und haben diese offene Stellung verhindert. Das heißt, das ist sehr, sehr markant im Spiel gewesen, dass das Zentrum wahnsinnig dicht war. Eine zweite Auffälligkeit in der Defensivarbeit des VfB Stuttgart ist auf jeden Fall das Einrücken der Flügelspieler. Das heißt, man hat wirklich versucht, das Zentrum wahnsinnig stark zuzustellen. Ich vermute, wenn man gewusst hat, dass kein Ribéry und kein Robben auf der Seite sind, die natürlich wahnsinnig hohe Grundschnelligkeit haben, dass man versucht, das Zentrum gerade gegen die spielstarken Spieler und die bewegliche Spitze, die immer wieder ins Mittelfeld reinkommt, um sich anbietet, um diese Überzahl, die Bayern versucht zu generieren, eben zu unterbinden. Deswegen hat man wirklich, wenn der Ball hier draußen war, ist der offensive Spieler extrem eingeschoben und hat die Flügel sozusagen eher aufgemacht. Und jetzt wirklich hier ist top organisiert gewesen, wer wen angreift. Das heißt, wenn der Außenverteidiger, die bei Bayern in tendenziell, wenn wir nachher noch drauf kommen, relativ hoch waren und die Offensiven eingeschoben. Wenn der Außenverteidiger sich sozusagen auf derselben Höhe hier befindet wie der Offensive, sobald der Ball rauskommt, wird hier im vollen Tempo gepresst und man hier auf die Seite sozusagen komplett rübergeschoben. Dann ist die Zuordnung einfach. Wenn die Situation so war, dass der Außenverteidiger extrem hoch war, dann hat der VfB Stuttgart das sehr interessant gelöst. Und zwar ist dann, wenn der Ball hier gekommen ist,
ist, sobald der Ball unterwegs ist, ist der Außenverteidiger im vollen Tempo nach oben raus und der Innenverteidiger hat sozusagen die eingerückte Zehen übernommen und haben dann über die Verschiebebewegung das Ganze versucht zu kompensieren. Ja, und jetzt ist hier von oben dann der Druck von dem Offensiven hier auf den Ball gekommen, sodass man so praktisch diesen aufgerückten Außenverteidiger unter Kontrolle gebracht hat. Und deswegen hat der FC Bayern auch sehr, sehr viel dann wieder zurückgespielt und wieder auf die andere Seite verlagert und hat eigentlich kaum offene Stellungen hier vorne bekommen, um hier nach vorne reinzuspielen. Also wenn wir das nochmal zurückgehen, das Ganze. Gut, schieben wir die nochmal zurück. So, also zum einen das Spiel durch das Zentrum verhindert, dadurch, dass die offensiven Spieler extrem eingerückt sind, um die Passwege hier ins Zentrum, auch auf die bewegliche 9. Wir haben ja schon gesagt, dass Bayern immer versucht, im Zentrum eine Überzahl zu generieren, über diese 3 Spieler plus die bewegliche Spitze, die sich anbietet. Also Nummer 1, den Passweg durchs Zentrum eben hier zuzumachen und gegen den hohen Außenverteidiger, erst wenn der Ball kommt, wird Druck von oben ausgeübt und der Außenverteidiger kommt hier Vollgas raus. Und der zweite Innenverteidiger sozusagen rutscht dann auf die Zehen heraus und wir machen dann hier einen engen, kompakten Bund um den Ball herum. Und deswegen hat der FC Bayern wirklich hier relativ selten eine offene Stellung bekommen, hat relativ selten die Bälle hinter die Kette spielen können und ist deswegen auch relativ selten torgefährlich geworden. Was man klar sehen konnte, ist, dass der VfB seine eigenen Torchancen meist über zugestellte Einwürfe oder durch zugestellte Abschläge generiert hat, indem er den ersten Kopfball gewinnt, auf den zweiten Ball voll aggressiv draufgegangen ist und dann versucht hat, hinter die Kette vom FC Bayern zu spielen und auch wirklich einige gefährliche Torchancen eben auch kreieren konnte. Zusätzlich konnte man noch sehen, wenn der FC Bayern mal mit beiden Spielern am Flügel eben breit gestanden ist, dass dann die Zuordnung ganz normal ist. Das heißt, dass wenn der Ball dann hier erstmal das Zentrum hier verdichtet, wenn der Ball unterwegs ist, wird von oben volle Pulle angegriffen und dann schieben wir einfach auf Ballseite rüber. Das heißt, dann kümmert sich der Außenverteidiger auch ganz normal um den offensiven Mittelfeldspieler. Wenn er eingespielt hat, wird hier total natürlich gedoppelt und eben auch komplett eingeschoben auf Ballseite. Und wie gesagt, charakteristisch, dass beide Stürmer komplett dann nach hinten mitgearbeitet haben, um sozusagen ein 4-6-0 herzustellen. Also die beiden Stürmer haben fast wie Mittelfeldspieler auch agiert und damit das Mittelfeld extrem kompakt gestaltet, sodass wir auch, wenn wir hier rauslösen, eben hier keine großen Räume haben, sondern das wirklich sehr lobenswert an die beiden Spitzen, die der Hammer wirklich, wie stark sie nach hinten gearbeitet haben, so wirklich auffällig. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann feststellen, dass der VfB zwar wohl die Anweisung hatte, noch das Mittelfeldpressing zu halten und auch teilweise das Vorchecking zu spielen bei langen Bällen, gerade wenn der Weg kurz zum Ball ist, hat man aber gesehen, dass Bayern eben dann von der Qualität her so oft dieses Vorchecking und das Mittelfeldpressing auch überspielt hat, sodass der VfB natürlich auch aufgrund des Vorsprungs, den sie hatten, 1-0 ist auch eine psychologische Komponente, sind sie immer weiter nach hinten gerutscht und man konnte dann wirklich eine Art Abwehrpressing dann eben feststellen, sodass der VfB dann wirklich angefangen hat, hinter der Mittellinie erst anzugreifen. Aber auch hier musste man wieder sagen, die Stürmer super mitgearbeitet und haben wirklich sehr, sehr viele Torchancen, haben sie wirklich nicht zugelassen. Beim Gegentor muss man dann wirklich sagen, ist der Ball dann hier eben auf der Seite gewesen. Wenn hier ein paar Spieler aufrücken, so ist dann der Fehler gemacht worden. Wir hatten hier sehr auf Ballseite rübergeschoben. Schieben wir das mal hier so rüber. So, und dann kam der Ball hier über die 6 von Philipp Lahm, also hier drinnen Pizarro auf Lahm und dann kam der Ball hier rüber und dann hat man wirklich gesehen, haben wir hier den Rausch, hier die beiden Innenverteidiger und hier hatten wir die 6 eben, die relativ hoch stand und hier den Bocker, der relativ weit draußen stand. Und hier ist dann wirklich auch der Fehler, bei der Flanke ist der Alcantara eben hier reingelaufen und hier waren eben dann 2 Fehler festzustellen. Das ist der Alcantara, das ist nicht Nummer 10, das heißt, dann hätte die 6 mitgehen müssen, weil man die Flanke wirklich sehen kann, hätte reinschieben müssen und auch der Arthur Boca ist viel zu weit draußen gestanden, hätte viel stärker einschieben müssen und dann hätte man, das war hier glaube ich der Leitner, so, dann hätte man den Druck hier auf jeden Fall standhalten können. Das heißt, man hätte dann sozusagen, wenn die 10 da mit reinläuft in die Spitze, dann hätte es eine Fünferkette geben müssen. Also die beiden Fehler waren hier nicht eingerückter Boca, der wirklich zu langsam noch weit draußen stand und ich glaube hier Khedira ist hier eben nicht mit reingegangen mit Alcantara und so ist das Tor entstanden. Und das ist natürlich schade, dass es einfach eine halbe Minute vor Schluss gewesen ist, da hat einfach die Aufmerksamkeit nochmal gefehlt. Klar zu erkennen war auch die Ausrichtung vom Trainer, vom VfB Stuttgart, dass eigene Abschläge überhaupt gar nicht hier zu einer Spieleröffnung
kommen. Das heißt, dass sich die Verteidiger gar nicht, wenn der FC Bayern jetzt abgeschlossen und der Ball ins Ausgegangen ist, dass Stuttgart überhaupt gar nicht versucht hat, breit zu machen. Natürlich hat der FC Bayern auch versucht zuzustellen, aber man hat auch gar nicht versucht, das Spiel zu eröffnen. Und das ist ganz klar, weil man natürlich nicht in dieses hohe Pressing der Bayern reinlaufen wollte und sozusagen dann breit macht, wenn der lange Ball kommt und dann eben für den zweiten Ball eben nicht engmaschig genug steht. Das heißt deswegen, also wenn man sich das mal überlegt, von der Idee her, wenn wir hier rausspielen und jetzt geschieht das Vorchecking, dann kommen natürlich, wenn ich das Spiel eröffne, die Spieler nach außen und versuchen, den Raum zu öffnen. Wenn jetzt der lange Ball kommt, kann ich nicht so gut nachpressen und stehe nicht so eng im Raum. Deswegen die Anweisung zu sagen, nein, wir spielen gar hinten überhaupt nicht raus, wir wollen gleich wieder in den Zweikampf hineinkommen und dann ist das Spielfeld extrem eng gemacht worden, alle Spieler sozusagen auf einer Seite gewesen, was da sehr, sehr typisch ist dafür, so alles hier reingeschoben, so und jetzt ist der lange Ball hier eben reingekommen und jetzt stehe ich natürlich extrem engmaschig und komme in den zweiten Ball rein, damit auch wirklich in den Zweikampf und gewinne hier hoch den Ball, zum Beispiel, jetzt schieben wir den natürlich auch da rein, so, wenn der Ball jetzt hier abtropft, gewinne ich hier den Ball, also wenn ich den Zweikampf gewinne und habe jetzt einen sehr, sehr kurzen Weg und habe hier jede Menge Spieler schon ausgespielt und schon überspielt. Das heißt, das ist auch eine taktische Ausrichtung, in die Zweikämpfe reinzukommen. Wir wissen alle, dass wir in den Zweikampf wollen, gewinnen den Ball mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil wir viele kopfballstarke Spieler haben, sind dann in Tornähe und versuchen dann über unsere schnellen Spieler wie Timo Werner, Ibisevic, da versuchen durchzukommen. Und das hat auch ein, zwei, dreimal ganz gut funktioniert.